Das schmeckt aber gut. Hey, Moment mal, das sind unsere Bananen. Hä? Egal, ich esse weiter. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns. Hier auf Katze. Wir sind natürlich wieder unterwegs mit unserem Lieblingsaffen bzw. Lieblingsgorilla, Orang-Utan. Ich glaube, Donkey Kong zählt zu den Gorillas. Der liebe, wie hieß er noch gleich? Funky Kong war ja der mit der Sonnenbrille. Es gab in Donkey Kong 64 einen, der war ein Orang-Utan. Das war der mit den langen Armen. Ui, das war knapp. Aber nichtsdestotrotz sind wir heute wieder unterwegs und versuchen geschmeidig, aber sicher durch das Level zu kommen. Und da vorne, da ist endlich wieder Diddy Kong. Ich habe das fast schon gesehen. Werde aber noch mal ganz kurz hier pusten und trommeln, um noch das eine oder andere freizuschalten. So, da bist du auch schon. Willkommen zurück in unserem Team, Diddy Kong. Dann wollen wir doch mal gemeinsam weiter durch das Level kommen. In der Hoffnung, dass alles funktioniert und wir nicht falsch abbiegen und in die Tiefe stürzen. Das wäre super ärgerlich. Oh, okay, die kommen zurück. Eieiei. Alles in besser Ordnung. Ich habe alles nochmal sichern können. So. Bonus-Level gefunden. Sehr schön. Da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge nur eines entdeckt, oder? So, Achtung. Und jetzt. Volle Kopf voraus, hin und her. Nein, das war einmal zu viel. Nein, ich habe leider das Bonus-Level vermasselt. Teppichtörtchen. Naja, was soll's. Dann machen wir eben im normalen Ursprungslevel weiter. Ist ja auch wichtiger als das Bonus-Level an sich. Wobei natürlich man nicht vergessen darf, dass es dort die ganzen Puzzleteile zu holen gibt. Okay, geschafft. Achtung, im richtigen Moment schießen von Fass zu Fass. Und kaboom! Sehr gut. Zum Luftballon wollte ich gerade sagen. Und nochmal weiter. Jetzt hier. Da, zack. Und, da müssen wir durchbrettern. Vorsicht. Boom. Alles kaputt gemacht. Schritt für Schritt geht's hier weiter. Oh, da oben wäre noch was gewesen. Ein Puzzleteil. Da ist das G. Und direkt weiter. Oh, diese Mauer fällt. Nein, nicht nach oben schießen. Oh, ich bin zu spät. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da nochmal drauf achten muss, wie mein Fass liegt. Also ob mein Fass auch wirklich nach rechts schießt und nicht nochmal nach oben. Naja gut, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und aus diesem Fehler werde ich lernen, damit mir das nicht nochmal passiert. Dafür sind ja Fehler da. Also man sollte sich über Fehler wie diese immer freuen. Denn man weiß dann, was man besser machen kann. Das gilt natürlich nicht nur für Videospiele, sondern auch für alles im Leben. Wenn man einen Fehler macht, weiß man beim nächsten Mal, was man beachten sollte, um den Fehler nicht nochmal zu machen. Ich habe die Bananen gesehen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass ich nochmal richtig... Oh, jetzt habe ich das G verpasst. Ich bin gerade zu ungenau. Achtung, jetzt wird's knifflig. Jetzt kommt die Stelle. Ja, sehr gut. Okay, es hat doch funktioniert. Besser, als ich dachte. Dann einmal pusten. Schön die Pusteblume wegpusten. Und dann müssen wir schon fast am Ende des Levels sein, glaube ich. Und dann muss ich sagen, dass das erste Level doch sehr, sehr heikel war. Oh! Okay. Oh, dann müssen wir uns hier einmal durch diese Statue knallen. Und jetzt im richtigen Moment. Kaboom! Sehr schön. Das gab eine Bananenmünze für unsere zwei Helden. Diddy und Donkey Kong. So, raus aus dem Dschungel. Beziehungsweise rein in das nächste Dschungellevel. Und das ist lustiger Lorenlimbo. Oh oh. Geht es jetzt um die schweren Lorenlevel? Ihr müsst wissen, dass Lorenlevel in Donkey Kong Spiel für gewöhnlich sehr, sehr schwer sind. Sehr, sehr schwer. Aber ich sag mal so, Herausforderung angenommen, oder? Weg mit den komischen Fröschen. Die blasen sich immer auf und springen dann wild durch die Gegend. So, jetzt hier einmal feste Trommeln. Trommel, schön auf den Boden hauen. Wow.
Das Level baut sich gerade erst auf, so scheint es. Und was haben wir hier? Ein Bonusbereich. Cool. Na dann, ich würde sagen, die ganzen Bananen, die schnappen wir uns. Diddy Kong, Donkey Kong, ich vertraue euch. Ihr schafft das schon. Das sollte ich vielleicht ein bisschen sauberer arbeiten, um möglichst auch alles einzusammeln. Aber gut, was soll's. Hier kehre ich nochmal zurück. Und oh, ich hätte gleich nach oben gehen sollen. Das habe ich jetzt ein bisschen vermasselt. Oh nee, 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 nee. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's richtig knapp von der Zeit. Aber ich habe es geschafft. Und die Zeit bleibt stehen, sobald ich alles eingesammelt habe. Und das Puzzlestück gehört nun mir. Wunderbar. Dann kann es auch jetzt schon direkt für uns weitergehen. Wow, okay, eieiei. War das so eine gute Idee? Das sind überall Pilze. Interessant. Dann fahren wir jetzt mit der Lore. Macht's euch gemütlich, Freunde. Was sind denn hier für Maulwürfe unterwegs? Entschuldigung. Ich wollte euch nicht stören, aber ich muss hier durch. Uiuiui. Warum sind die Schienen kaputt? Das sieht nicht gut aus. Das sieht sogar sehr, sehr knifflig aus. Oh nein, nein, nein. Schon wieder was verpasst. Oh, ein Puzzleteil. Aber ich habe wenigstens das O bekommen. Na, immerhin. Schon wieder ein Puzzleteil verfehlt. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr ein bisschen nach vorne kommt. Auch wenn dadurch das Ganze etwas unübersichtlich wird und ich nicht weiß, wann ich springen muss. Naja, gut. Damit muss ich wohl leben. Und wow. Was war das denn? Ein Tiki. Und noch ein Tiki. Okay, ich habe den Ballon. Ich habe den Ballon. Es ist alles in bester Ordnung. So, wo sind wir jetzt? Im Außenbereich, raus aus der Höhle. Aber auch hier sind die Tikis noch unterwegs. So, den Maulwürfen konnte ich zum Glück... Was? Ich bin direkt besiegt? Nach nur einem Treffer? Okay, Herausforderung angenommen. Allerdings muss ich diesmal mit Donkey Kong alleine spielen. Denn ich habe ja Diddy Kong gerade verloren. Aber ich sag mal so, wenn ich nach einem Treffer sowieso besiegt werde... Es ist schon fast unwichtig, ob ich Diddy Kong dabei habe oder nicht. Auch wenn es ein bisschen schöner wäre, zusammen mit meinem besten Freund hier durch das Level zu kommen. Achtung. Oh nein, 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 nein. Noch springen, springen, springen. Ja, ja, ja. Gut, gut. Oh, 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 oh. Hier gibt es aber keine Schiene mehr. Wow. Das war eine knappe Kiste. Und hier geht's... Oh, nein! Wir haben es geschafft. Aber habt ihr gesehen, wie verformt die Schienen am Ende waren? Ich frage mich, warum das so war, woran das lag. Naja, jetzt kommt Grässlys Erdloch. Grässly ist sozusagen der erste große Endboss in Donkey Kong Country Returns. Und den werden wir natürlich nicht ohne Diddy Kong begegnen. Na, wo bist du, ha? Huh? Da frisst er. Schaut ihn euch an. Hey, Grässly, dreh dich mal um. Wir wollen dein Gesicht sehen. Und hey, hör auf, unsere Bananen zu fressen. Eigentlich sieht er ja ganz nett aus. Oh nein, 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 nicht wieder die Tikis. Nicht wieder die Tikis. Nein, du darfst sie nicht hypnotisieren. Grässly, du bist doch in Wirklichkeit ein Guter. Oh nein. Also eigentlich ist Grässly ein... netter, wenn auch verrückter Waldbewohner. Und ein Freund von Donkey Kong und Diddy Kong. Aber in dem Fall wurde Grässly leider von den Tikis hypnotisiert. Vom Tiki-Tak-Stamm. Und die schauen hier zu, wie es scheint. Wie als wären sie hier im Publikum. Genau, das tun sie ja auch in dem Sinne. Oh, 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 was macht der jetzt? Ich glaube, er ist mächtig wütend. Sicht. Oh, ein extra Herz bekommen. Zum Glück. Der stampft jetzt wieder herum. Oh ja, eigentlich sollte ich unten drunter. Ja, zwei Treffer in sehr, sehr kurzer Zeit. Aber er wird immer wütender. Jetzt ist er sogar schon rot angelaufen. So. Sehr schöner und wichtiger Treffer für mich. Ich glaube, so ein, zwei Treffer wird er noch aushalten. Moment. So, bitteschön. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Oh, okay, Ufa. Wow, die Bodenwelle. Auf die Bodenwelle war ich nicht vorbereitet.
Aber jetzt habe ich dich! Grassley, tut mir leid. Aber du musst leider von uns gehen. Aber ein paar Fotos hat er noch geschossen. Der ist erstmal verwirrt. Aber viel wichtiger ist, dass wir diesen Tiki, jetzt umhauen können. Denn der ist ja schuld, dass Grassley so böse wurde. Na warte, dir werden wir die Leviten lesen, mein Freund. Boom! Auf nimmer Wiedersehen. Sehr schön. Wir haben die erste Welt damit geschafft. Wir haben die Welt des Dschungels erledigt. Doch für unsere Affenfreunde, für unsere Affenbande, geht es jetzt natürlich auch schnurstracks weiter. So, die Fahne wird gehisst. Und dann geht es an den Strand. Ja, ein paar Strandlevel dürfen nicht fehlen. Zumal wir ja vor kurzem ein paar Schiffe entdeckt haben. Ihr erinnert euch sicherlich an die letzte Folge, als wir gegen Ende aus der Ferne am Horizont ein paar Piratenschiffe entdecken konnten. Und die werden wir heute mal vielleicht genauer begutachten. Achtung, hier sind überall Krabben. Krabbenalarm. Und da hinten ist Diddy Kong. Vielleicht sollte ich mir Diddy Kong kurz schnappen. So, hat auch so funktioniert. Okay. Und da ist natürlich noch das erste Puzzleteil. Sehr schön. So, Diddy Kong, ich rette dich, mein Freund. Boom. Da hatte der keine Chance. Was haben wir da? Ja, Bananen. Okay. Das passt schon. Dann können wir weiter. Da oben ist der erste Buchstabe. Der Buchstabe K. Wunderbar. Ein Wal. Habt ihr das gesehen? Ein Wal, der sprang so hoch wie ein Delfin aus dem Wasser. Und wumm, es geht auf das Piratenschiff. Aber das Piratenschiff ist, wie es scheint, ein kleiner Bonusbereich. Zusammen mit fiesen Krabben. Okay. So, die muss ich... Ah ja, die, schaut mal, die kann ich mit einer Trommelattacke umschmeißen. So kann ich sie besiegen. Okay, cool. Hat gut geklappt. Ich kriege damit mein Puzzleteil. Und kann das Schiff auch schon verlassen. Wusch! Einmal wieder rausgeschossen. Ich glaube, durch das Rausschießen haben wir das gesamte Schiff kaputt gemacht. Entschuldigung, war, wenn ich ehrlich bin, nicht meine Absicht. Naja, wichtig ist ja, dass wir hier vorankommen. Und zack. Wunderbar. Oh, da kam aber noch eine Krabbe heraus. Ach, Herr Jemine. Nicht, dass sie uns noch zwicken mit ihren Scheren. Die sind schon sehr fest und sehr gefährlich. So, hallo, mein kleiner Walfreund. Wow, danke für die ganzen Bananen. Okay, aber die gibt es nur in begrenzter Zeit. Ich höre schon das Ticken. Schnell, 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 schnell. Oh, naja, gut. Ich konnte zumindest einige einsammeln. Also so schlecht war Donkey Kong jetzt nicht. Okay, Donkey Kong, mach dich bereit. Jetzt geht es hier von Fahnenmast zu Fahnenmast. Denn anscheinend gibt es hier ganz viele Schiffe, die im Wasser versunken sind. Deswegen guckt da auch überall immer jeweils ein Fahnenmast heraus. Okay, hier haben wir einen Flaschenzug. Und dieser funktioniert mit dem Gewicht, wie eine Art Waage. Das heißt, wenn ich mich da drauf stelle, gehe ich nach unten durch das Gewicht und auf der anderen Seite geht es nach oben. Also reine Physik, wie man unschwer erkennen kann. Und dadurch komme ich an das O. Das war Buchstabe Nummer 2. Vorsichtig. Hey, du alte Landratte. Oh, okay, Achtung. Jetzt aber. Jetzt geht's nach oben, mein kleiner Freund. Moment, wenn ich da oben mein Jetpack einsetze. Genau. So komme ich an die Münzen und an die Bananen. Oh, oh, okay, okay. Einmal, boom. Wir sind sicher im Wasser gelandet. Auf unserem selbstgebauten Floß. Na gut, selbstgebaut haben wir das nicht, sondern einfach nur von oben kaputt getrommelt, freigelöst, sodass wir jetzt hier auf dem Wasser schwimmen können. Okay, aber ich rette mich mal. Dann geht's hier vorne weiter. Auf der Insel, hier im Sand. Und es gibt eine echte Piratenkanone. Wow.
Und aus der Piratenkanone kam ja eine Kanonenkugel heraus und wir können jetzt dadurch in dieses Bonus-Level. Und hier gibt es Bananen ohne Ende. Chiquita-Banana! Moment, wir achten diesmal drauf, dass wir nicht nach unten geschleudert werden. Das wäre sonst sehr, sehr schade. Okay, wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir in das mittlere Fass. Tada! Wir kriegen dieses wunderschöne Puzzleteil. Ich muss sagen, so kann das von mir aus die ganze Zeit weitergehen. Aber gut, der nächste Abschnitt wartet auf uns. Was ist das denn? Haie. Haie, die aus dem Wasser kommen und versuchen uns zu beißen. Na, wenigstens haben wir jetzt den dritten Buchstaben gefunden. Oh, hallo. Los weg hier. Na, hei, hei, hei. Okay, alles wieder in Butter. Oh, das sind Stacheln. Seht ihr das? Hier auf dieser Brücke. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Denn an manchen Stellen erscheinen eben diese Stacheln. Aber es gibt auch einige Bananen zu holen. Also, mit gezielten Sprüngen und mit etwas Vorsicht kommen wir hier gut durch, denke ich. So. Und einmal hier. Ja, perfekt. Dann können wir auch schon weiter. Das andere bisschen, was ich jetzt nicht mitgenommen habe, das spare ich mir jetzt. So, uiuiui. Okay, Moment, da ist noch was. Oh, da wären so viele Bananen gewesen. Die würde ich mir schon noch gerne holen. Ja, jetzt habe ich sie. Okay, dann können wir jetzt unsere Reise hier fortsetzen und springen vorsichtig weiter. Nächster Abschnitt. Darüber, zum Glück habe ich mein Jetpack, sonst müsste ich immer diese Rolle einsetzen, die doch sehr wagemutig ist. Also ihr müsst wissen, Diddy Kong hat ja seinen Raketenrucksack, eben sein Jetpack. Und dadurch kann ich meine Sprünge nochmal ausbessern, wenn ich merke, ich habe den Sprung nicht ganz so vollführt, wie ich ihn geplant hatte. Des Weiteren lohnt es sich natürlich, mit dem Jetpack auch größere Distanzen zurückzulegen. Wow, orangene Haie. Das ist auch mal ein seltener Anblick. Eieiei. Alles gut, alles gut. Ich lasse euch in Ruhe. Und im Gegenzug lasst ihr mich in Ruhe, okay? Klingt doch nach einem fairen Deal, oder? Vielleicht wollen die einfach nur die Bananen essen, die Haie. Auch wenn ich nicht glaube, dass Haie oder generell Meeresbewohner Obst essen. Naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und kriegen zum Dank noch eine kleine Bananenmünze. Das war gut. Bleibt katztastisch!